Meine Pandas, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Serienreview von mir. Ja, heute dreht sich tatsächlich alles um eine Comic-Verfilmung von Charles S. Foreman. Also der Comic ist von Charles S. Foreman und heißt The End of the Fucking World. Netflix-Suchtis werden diese Serie definitiv kennen. Also ja, die war damals wirklich sehr stark gehypt. Sie hat 8 Folgen, eine Staffel, jeweils 25 Minuten, also geht sie ca. insgesamt 3 Stunden. Ich habe die gestern tatsächlich in einem Rutsch durchgesuchtet und habe mich wirklich gefragt, warum habe ich sie jetzt erst gesuchtet. Die Erstausstrahlung war im Originalen am 24. Oktober 2017 auf Channel 4, also in der USA. Und hier in Deutschland war es am 5. Januar 2018 auf Netflix. Kommen wir zu der Story. Der 17-jährige James hält sich selbst für einen regelrechten Psychopathen und plant jetzt seinen ersten Mord an einem Menschen, da er schon sehr viele Tiere umgebracht hat und es ihn nicht mehr so viel kickt wie damals. Naja, auf jeden Fall kommt es ihm da gerade recht, dass ihn die Nymphomanin, so beschreibt er sie jedenfalls, Alyssa unvermittelt anspricht. Wer nicht weiß, was Nymphomanen sind, das sind Menschen mit einem gesteigerten Sexualtrieb. Und zwar einem wirklich sehr gesteigerten Sexualtrieb. Das merkt man bei Alyssa auch. Naja, auf jeden Fall spricht sie ihn unvermittelt an. Die beiden kommen relativ schnell zusammen. Ja, keine Ahnung warum. In den ersten 10 Minuten, die kennen sich so gefühlt eine Sekunde und dann knutschen die rum. Das ist halt irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ob das ein Psychopathending ist oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Alyssa hält es zu Hause bei ihrer Mutter und ihren komischen Stiefvater, der echt kacke ist, nicht mehr aus, da würde ich aber auch wegrennen, und sagt James, hey, lass uns abhauen. James hält die Idee gut, klaut das Auto seines Vaters und zusammen wollen sie zu Alyssas Vater abhauen. Alles schön und gut. Würde da nicht noch sehr viel Kacke dazwischen kommen und würden sie hinterher nicht noch von der Polizei gejagt werden. Also, ja, das ist im Prinzip die Story. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen, vor allem, weil das halt wirklich nur 3 Stunden geht. Das kann man innerhalb von einem Tag durchsuchten. Also, ja, ich kann es euch ans Herz legen. Es ist wirklich eine super tolle Serie. Wirklich wunderbar. Ich liebe diese Serie und ich werde sie mir definitiv noch ein paar Mal anschauen. Einfach, weil es auch ein bisschen zum Lachen ist. Da ist sehr viel Humor dabei, aber auch sehr viel, ja, krankhaftes Wissen über Psychopathen tatsächlich auch irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall bekommt die Serie von mir 10 von 10 Sternen. Ich habe sie wirklich sehr gerne geschaut und ich habe sie wirklich in einem Rutsch durchgesuchtet. Ja, das war's auch schon mit dieser Serienreview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, Kommentar schreiben, was ich besser machen kann. Abonnieren wäre natürlich auch schön gesehen, müsst ihr aber nicht machen. Nur wenn ihr wollt, ist alles kostenlos, keine Sorge. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Tüdelü.